Guten Abend, Lokführer. Willkommen an Bord dieser DB-BR-407 neuer ICE-3. Sie werden die Kontrolle über diesen Hochgeschwindigkeits-Passagierservice nach Paris übernehmen, der in Frankfurt abfährt und den Sie bis nach Mannheim Hauptbahnhof fahren, wo Sie zum letzten Mal Passagiere zusteigen lassen. Bitte gestatten Sie Passagiere hier vor der Abfahrt zuzusteigen. Hallihallo und herzlich willkommen. Ich bin's, der Bier. Begrüße euch ganz herzlich hier auf ÖPNV-Simulation. Schön, dass ihr wieder da seid. Ach Leute, schön. Wir sind mal wieder unterwegs hier im Train Simulator mit, von Doofday Games. Ich werde das erstmal hier soweit alles aktivieren. PZB ein, SIFA ein. So, damit haben wir das alles auf jeden Fall an. So, dann haben wir das alles jetzt angeschaltet. So muss das sein. Ja, wir sind mal wieder hier unterwegs. Das Ganze, wie gesagt, hier heute mal mit dem ICE. Da sehen wir den neuen ICE3. Tja, das kann ich sehen lassen. Das kann ich auf jeden Fall sehen lassen. Stehen gerade am Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Und lassen uns mal überraschen, was uns hier heute erwartet in der Folge. Das Ganze dauert heute irgendwas mit 50 Minuten. 45 Minuten, irgendwie sowas in dem Dreh. Und das sollten wir auf jeden Fall gut hinbekommen, dass das Ganze heute hier eventuell funktioniert. Ja, sonst gibt es hier an der ersten Stelle erstmal nichts zu sagen. Wir haben natürlich ein bisschen Zeit, um uns zu unterhalten. Weißt du, das müsste sich der Ice Dragon mal angucken hier. Er spielt da immer hier den Stellwerksimulator. Da hat er doch ordentlich viele Gleise hier zu tun, was er hier abarbeiten kann, denke ich mal. Da wird ihm auf jeden Fall nicht langweilig. So, wir steigen aber mal in unser Vehikel ein und warten jetzt auf Abfahrt. Und können wir mal kurz mal rüberschauen. Also so sieht es aus hier, 18:58 ist Abfahrt, 19:33 ist dann Ankunft in Mannheim Hauptbahnhof. Und das ist die Aufgabe 407.01 Déjà-vu. Ja, Déjà-vu. Mal wieder schön, mal einen Triebwagen zu haben, der mal wieder voll mit allem ausgestattet ist. Das ist echt, suchst du dich manchmal ja echt dumm und dämlich hier im Train-Simulator. Gerade wenn du, ich meine, ich habe wirklich nicht viele Add-ons oder sowas, bin ich der Meinung. Gerade was so deutsche Strecken angeht und alles sowas. Also doch, da habe ich eigentlich schon alle, aber sonst so diesen anderen exotischen Kram, sage ich jetzt mal, ja. Da habe ich eigentlich gar nicht so viel von, aber das sind auch schon wieder 12 Seiten an Fahrzeugen, die ich habe und gefühlt Strecken halt auch, ja, das ist echt, und da mal ein Fahrzeug zu finden, was einfach mal voll ausgestattet ist, ist schon sehr selten, das ist schon leider sehr selten. So, ja, sonst warten wir jetzt, wie gesagt, auf Abfahrt und dann können wir uns ja gleich so ein bisschen unterhalten hier. Das wird heute wahrscheinlich eine entspannte Fahrt, hoffentlich. Obwohl schon das Ganze hier auf schon eher schwierige Stufe, denn wir werden hier wohl viel mit PZB und Co. haben. Naja, lassen wir uns da mal überraschen, mal würde ich sagen. So, und das Ganze mit 40 geht's los. So, und wir haben grünes Signal, sprich, wir können uns freikaufen. Hier sollte uns jetzt nichts passieren. Ach, wunderschön. Wunderschön. Sind so die Momente, die man sich festhalten muss hier im Train Simulator, falls du mal wieder gefühlt dann nur Züge wieder abbekommst, wo einfach nichts funktioniert. Ach, das ist so ärgerlich, Leute, das kann ich euch sagen. Aber Leute, Susi ist draußen, wir können uns noch ein bisschen über Susi unterhalten. Susi, ja, ist jetzt auf Steam erhältlich und auf der Seite von Aerosoft. Find's leider ein bisschen schade, kommt nicht so gut an, so wie ich jetzt so die ersten Kommentare auf jeden Fall gelesen habe zum Release. Was das Ganze so angeht, schade. Viele sagen halt, dass das Spiel von 2000 ist und dass das grafisch halt unter aller Sau ist. Also da wird nicht auf den Realismus eher Wert gelegt, sondern eher leider auf, sag schon. Das ist gut laut. Das tut mir irgendwie schon weh in den Ohren.
dass da halt wirklich nur Wert auf die grafische Oberfläche gelegt wird, statt mehr auf die Simulation. Viele schreiben es natürlich schon rein, halt, dass es nicht jetzt so auf die Grafik ankommt. Wenn man Grafik haben will, dann spielt man Train Sim World, ja, oder den Train Simulator von Dovetail Games. Aber wer es halt auf Realismus mag, der legt sich dann halt zu sich zu. Aber auch da gibt es dann natürlich die Stimmen, ja, es gibt ja auch sehr, sehr aufwendige Aufgaben, ja, auch für den Train Simulator von Dovetail Games. Weiß ich nicht, das ist ein Zwiespalt halt tatsächlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, nachdem ich mich jetzt so richtig reingefuchst habe, also noch nicht ganz komplett richtig reingefuchst habe, aber mich schon damit schon deutlich mehr beschäftigt habe in der letzten Zeit als sonst seit über einem Jahr, seitdem ich es zu Hause habe, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Susi doch schon so, wo man so einen leichten Suchtfaktor aufbaut halt. Ja, weil man will halt besser werden, man will halt nicht so viele Fehler machen und, ja. Ihr kennt das ja wahrscheinlich alle selber. Wenn ihr hier eine Aufgabe fahrt und jede Zwangsbremsung ist eine traurige Zwangsbremsung, hätte nicht sein müssen. Aber das spornt natürlich dann an, um das nächste Mal das halt einfach nochmal besser zu machen. Aber ich finde jetzt halt, es gibt ja nicht nur den Train-Simulator von Dovetail Games oder Susi, es gibt ja auch noch Trains, also jeder hat ja irgendwo seine Vorlieben halt für die ganzen Simulatoren halt. Ja, darf man dann mal nicht vergessen. Also das ist halt wirklich schwer, denn wahrscheinlich da so die perfekte Mitte zu finden. Da kann man nicht sagen, der und der ist besser. Der eine mag halt Trains mehr, der andere Susi mehr. Der andere schwört halt absolut auf Train Simulator von Dovetail Games. Ja, oder sogar Train Sim World halt, ne? Das ist natürlich, da muss man sich halt selbst mit auseinandersetzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gegen alle Simulatoren tatsächlich nichts. Außer bei Trains. Trains ist so ein bisschen, bei Trains werde ich nicht warm mit. Das fängt aber schon weit, weit früh mit den heutigen Trains-Teilen zu, hat damit nichts zu tun. Das hat schon einfach mit meiner Vergangenheit schon viel, ne? Microsoft Train Simulator und Pro Train Perfect und ja, ihr wisst, was ich damit sagen will. Auf jeden Fall hängt damit auch schon einfach ganz viel zusammen und so ist es denn halt. Nein. So. Wir brauchen das nochmal als Screenshot. Ja, auf jeden Fall ist es wahrscheinlich wirklich mega unterschiedlich, wer was mag halt. Also es ist ein, meine OMSI hat nicht so viel Auswahl. OMSI ist nun mal der beste Bussimulator und jeder weiß es halt auch, dass es der beste Bussimulator ist. Ich glaube, da kann man sich jetzt nicht wirklich streiten. So, auf jeden Fall, ich würde mir, wenn ihr Bock drauf habt, mal ein bisschen was anderes zu spielen, mal eine andere Simulation mal anzufassen, ja, die halt doch OMSI sehr ähnlich ist, so vom Grafikstil auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, von dem Realismus her, dann packt euch Susi einfach mal bei euch auf der Wunschliste drauf. Und wartet einfach bis zu einem Sale ab. Ich glaube, mit Susi macht man absolut nichts falsch. Wie gesagt, zumal halt auch unglaublich viele Fahrzeuge mitgeliefert werden und alles sowas. Also das ist schon, was da Susi angeht, auf jeden Fall vom kompletten Umfang her, was man da bekommt, eigentlich schon großartig. Pünktlichkeitsbonus plus 200 Points, so 80... Aber ich ertappe mich halt persönlich immer,
selber mittlerweile, dass ich halt wirklich öfter den Zusi-Simulator starte als den Train-Simulator. Wie gesagt, wenn dennoch irgendwann mal der Microsoft Train Simulator 2 rauskommt, so LCB. Und let's do this. So, Groß-Gerau Dornberg. Sifa. Wunderschön alles. Sieva. So, ein Schluck Kaffee. Hoffe, dass wir heute noch ein bisschen schneller hier unterwegs sind. Also ich möchte heute auch gerne mal hier 300 mal ziehen hier. Das wäre mal großartig. Letztens haben wir es ja in Susi geschafft, ja. Also es war absolut geiles Feeling. Das wünsche ich mir jetzt auch heute hier auf der Linie hier. Muss ich ganz ehrlich sein. Ja, und heute ist es dann auch mal kein GBE-Dreck, wie halt viele sagen. Also ich muss sagen, also das letzte Dresden schöner, tatsächlich fand ich jetzt gar nicht so verkehrt. Ja, ich fand das echt putzig, muss ich ganz ehrlich gestehen, mit dem ganzen Sightseeing-Tour und alles sowas fand ich eigentlich jetzt gar nicht so verkehrt. Ja, hier ist tatsächlich ein Fehler drin. Weiß ich nicht. Offiziell wird mir hier 200 angezeigt. Mehr als 160 kann ich hier wohl nicht fahren. Schalte ich die AFB aus und fahre mehr, kriege ich eine Zwangsbremsung wegen zu hoher Geschwindigkeit. Das ist ein bisschen eigenartig. Das kann jetzt nicht die Hochgeschwindigkeitsstrecke sein hier. Nein, ganz nicht. Aber da kommt ja auch schon wieder 160. Ich habe auch zum Beispiel vorhin eine Aufgabe gelesen. Ja, da stand schon drin, dass das Teil kaputt ist. Bei einer Aufgabe. Muss auch sagen, ich habe jetzt alle Steam Workshop Aufgaben wieder entfernt, alle gelöscht. Schön, dass es was noch gibt. Ja, 160. Wir durften eh nicht schneller. So, hoffen wir mal, dass wir jetzt danach dann endlich mal 200 fahren dürfen. Aber vielleicht ist das auch heute unsere Höchstgeschwindigkeit, die wir hier fahren dürfen. Wer weiß das schon.
Also ich kann es nicht höher schalten. Und ich würde es halt auch nicht riskieren, die AFB wieder zu deaktivieren. Geht leider. Ihr seht's, ne? Es ist so voll Last hier. Ne. Kann ich jetzt machen. Die Zeit hier unten, die steigt dann auch. Verstehe ich nicht. Steht auch nichts dran, dass ich hier nur 160 fahren soll oder sowas. Was AFB reagiert hat, einfach nicht weiter. Mysteriös, mysteriös. Wir kommen jetzt aber auf jeden Fall schon zu spät an. Auch in der Aufgabe stand einfach nichts mit 160 km/h. Aber wenn die AFB schon sagt 160, dann 160, ne? Passt auch fast, ja. Nicht komplett, aber fast. Wir bekommen aber immer noch den Pünktlichkeitsbonus mit 200 Punkte. Joa, schade, schade. Ich kann nichts. Ich kann nichts mehr erschalten. Es klappte einfach nicht, Leute. Ach. Da denkst du dir jetzt, weißt du, jetzt hier, du hast ja schon, Tacho zeigt dir 400 an, weißt du, jetzt geht's hier los, ja, jetzt kannst du hier durchbrettern bis zum Umfallen, nix da. Naja, wir haben jetzt heute wirklich auf jeden Fall eine sehr entspannte Fahrt hier. Dass ich jetzt bis jetzt nicht wirklich jetzt groß mit der PCP jetzt kämpfen musste oder sonstiges. War jetzt noch nichts, ja, ist einfach noch nichts Spektakuläres passiert. Das Ding sind wir jetzt letztens in Susi gefahren. Wundervoll. Das war wundervoll. Das war großartig, tatsächlich. Aber, ey, Susi, da mache ich, da hau ich eine Verspätung nach der anderen rein. Das ist so, so abartig irgendwie. Ach ja. Ich muss sagen, ich bin echt zufrieden mit meinem Plan hier, mit meinem YouTube-Plan, den ich ja jetzt hier habe. Mit Lotus, Omsi, Train Simulator, Susi, wie gesagt, Trains, ja, oder dem Microsoft Train Simulator kommt immer so ab und zu mal. Da muss ich halt wirklich Bock drauf haben, denn, ja, dass ich da morgen irgendwie eine Folge aufnehme. Also ich habe ja schon spätestens gesagt, sollte irgendwann mal der Microsoft Train Simulator 2 angekündigt werden, ja, dann mache ich es, Alter, dann mache ich es mal. Da gibt es einen 24-Stunden-Stream und dann halt nur Microsoft Train Simulator. Rattern war die Addons runter. Ich habe ja nun alle. Ne, da werden wir auf jeden Fall ordentlich was zu tun haben.
Ja, bin ich eigentlich echt zufrieden mit meinem Plan, mit meinem YouTube-Upload-Plan hier. Es gibt jetzt auch keine Simulation, die ich jetzt irgendwie großartig vermisse. Also sei es jetzt hier den Bus-Simulator 18 oder den Fernbus-Simulator, Tourist-Bus-Simulator, muss ich ganz ehrlich sagen, die reizen mich halt so überhaupt nicht. Das liegt halt einfach daran, ich diese Spiele einfach viel zu simpel finde. Ja, viel zu simpel finde tatsächlich, dass ich mich da jetzt heransitze und dann halt da meine Zeit, ich sag mal, vergeude, ja. Also da müsste man mir schon was geben für. Ich brauche schon so Simulatoren, wo du halt wirklich halt permanent halt irgendwas zu tun hast, wo du wachsam sein musst und alles sowas. Also das sollte schon sein, ja. Wo man sich dann halt auch wirklich reinknien kann. Und natürlich, ja, da lege ich auch einen sehr großen Wert drauf, welche Mottebars sind halt, ja. Und außer, dass man sich Repaints für irgendwelche Bus-Simulatoren da runterladen kann, ja, ist ja nichts, gibt's da nichts. Gibt's da nichts, warum sollte ich mir das denn antun? Und jetzt habe ich ja letztens den Bus-Simulator 18 tatsächlich aufgenommen, drei Folgen, und dachte mir so, nee. Auch den Fernbus-Simulator habe ich aufgenommen, oder den Tourist-Bus-Simulator, und dachte mir so, nee. Das reizt mich alles einfach so rein gar nicht. Das ist mir einfach alles viel zu simpel. Von daher muss ich echt sagen, bin ich hier mit meinem Plan hier von meinen 4, 5, 6 Simulatoren, die ich hier habe, eigentlich doch relativ gut beschäftigt. Ja, dass man da jetzt irgendwie sagt, so, na, man könnte ja mal ein bisschen was gucken, was drehen. Das neueste Format, was ich mit reingenommen habe, ist ja mein News-Format, ja, wo ich jetzt auch gerade viel dran arbeite, dass es halt noch ein bisschen besser wird und alles sowas. Ja, also ich finde das halt schon toll, wenn es da halt so ein, ich sag mal, so ein wöchentlich halt immer so ein Update gibt, ja. Für jemanden, der sich jetzt zum Beispiel diese Folge jetzt hier gar nicht anschauen möchte, weil sie jetzt einfach 40 Minuten lang ist oder sowas, und ich hier irgendwas erzähle von irgendwelchen Spielen, News rede oder sowas, ja, der erfährt das halt nicht, weil er wahrscheinlich jetzt vielleicht erst 5 Minuten reinhört und dann sich so sagt, so, ach nee, das ist mir irgendwie, das ist mir zu öde. Ja, und der verpasst dann zum Beispiel, dass ich irgendwie was sage, ja, zum Beispiel das wurde angekündigt oder hier und das machen sie ganz neu oder alles toll, ja. Der verpasst das. Und das war für mich halt wichtig, weil ich sehe halt tatsächlich hier auch bei meiner YouTube-Statistik halt, wie der Durchschnitt ist, ja, wie viele Minuten die Leute hier bei mir meine Videos schauen, ja. Jetzt ist wahrscheinlich der ein oder andere dabei, der jetzt halt die Videos komplett schaut. Es gibt aber auch die Leute, die jetzt zum Beispiel nach 5 Minuten jetzt einfach wieder abschalten und dann sagen so, okay, ich bin weg, ne. Zum Beispiel das, was ich jetzt hier sage, das hört er schon gar nicht mehr, weil er schon das Video eventuell abgeschaltet hat. Und da dachte ich mir so, wie kannst du die Leute hier so ein bisschen reizen, dass sie hier auch hier bleiben? Dass sie hier bleiben und weiterhin so von der Qualität von ÖPNV-Simulation natürlich weiterhin unterstützt wird, auch wenn er jetzt halt die Videos nur 5 Minuten schaut, ja. Da dachte ich mir so, was hat noch keiner, was könnte man so einbauen, was gibt es eventuell noch gar nicht so. Und jetzt hatte ich euch ja erzählt gehabt, dass ich ja so meine 2, 3 YouTuber habe und alles sowas. Und da kam dieses Problem nämlich auch auf, dass mein Lieblings-YouTuber halt auch mit diesem Problem zu kämpfen hat, dass seine Videos halt auch nicht mehr die volle Länge angeschaut wird. Und da überlegst du dann natürlich, was könnte man so machen? Wie könnte man das Ganze so ordentlich verpacken? Wie könnte man das allgemein einfach spannender für diejenigen machen, die jetzt zum Beispiel jetzt nicht die 20, 30, 40 Minuten haben, die jetzt hier sich zum Beispiel eine Folge anzuschauen? Ja, da kam es mir dann natürlich, ja. Es ist mir dann wie so eine Schuppen dann einfach runtergefallen. Dann machst du so eine News-Folge. So, jetzt habe ich geguckt, ja, mein Nintendo Boy, ja, den ich hier auch gucke. Ich bin leidenschaftlicher Nintendo-Spieler, ja. Also, falls der eine oder andere das nicht wusste, ja, der Nintendo, ja. Aber ich zocke auch PlayStation und Xbox, aber das ist ja egal, ich schweife schon wieder ab hier. Ja, der macht zum Beispiel auch so eine Short-News und alles sowas. Und da dachte ich mir so, okay, dann guckst du mal, wie er das Ganze so ein bisschen macht. Ja? Er arbeitet halt viel mit Gerüchten und Gerüchten finde ich jetzt halt persönlich jetzt nicht so der große Fan von. Aber so im Format her an sich finde ich das ganz gut. Ja, so eine News zu machen halt einfach. Ja, und daraus entstand dann die ÖPNV-News. Die sind halt unter 10 Minuten lang halt. Da sind alle Informations drin, die ich jetzt hier so in den Let's Plays sage. Oder zum Beispiel jetzt auch nochmal so eine Short-News,
Also so eine Special News, die jetzt zum Beispiel jetzt kurzfristig zum Beispiel jetzt angekündigte Lotus-Updates oder sowas dann halt schneller präsentiere. Aber sonst halt so, gibt es einmal in der Woche dann halt so dieses Video. Und da wird er wirklich in diesen 7 Minuten, wird er halt mit den neuesten News, die ich jetzt halt so zusammenbekommen habe, oder halt von meinen 2 Leuten, die ebenfalls noch auf der Suche sind, ja, also hier Grüße an Trainsam TV gehen raus, ja, der für mich so auf der Suche ist nach die neuesten News für euch. Also alles, was so rund um Train Simulator angeht und Lotus und alles was, ja, das packen wir dann da halt in diesen 10-Minuten-Video da meistens rein. Und das, ich finde es eigentlich, das ist eine relativ coole Sache, da ist derjenige auch dann länger dran, weil er sich das ja anschaut. Zwar ist jetzt nicht jedes Thema sein Thema, aber dann ist da vielleicht ein Thema dabei, was ihn da interessiert, und automatisch guckt er dann halt dieses Video halt eigentlich in der Regel bis zu Ende. So, aber hier passt jetzt allerdings nicht mehr mit Pünktlichkeit hier, weil wir hier... Also irgendwie haut das hier mit der AFB hier nicht wirklich hin. Wieso macht denn der maximal nur 160? Weil wir hätten jetzt nämlich schon jetzt da sein müssen. Nicht, dass es wieder so eine komische Fake-Aufgabe ist, halt einfach nur wieder. Das würde mich jetzt massivst ärgern, ja. Die Folge damit schon wieder automatisch in die Länge gezogen wird. Ja, da kommt jetzt 140. Ja, wenn, dann tut's mir leid, ja, aber ich habe mich jetzt ein bisschen auf das AFB jetzt hier verlassen. Aber scheinbar schaltet sich das AFB nach 160 km/h ab einfach. Da kann ich hier noch irgendwas drücken? Nee. Nee, das ist ja nicht Susi. Susi kannst du da die Knöpfe drücken. So, na gut. Ja, Pünktlichkeitsbonus nur nach 46. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Ich werde jetzt die AFB danach auch ausschalten. So, hoffen wir mal, dass wir jetzt hier einen Zwangsbonus bekommen. Aber ich glaube, dass das von der Aufgabe nicht mal vorgesehen war. Aber gibt es da eine Begrenzung drin bei dem AFB? Also höre ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich. Wenn es so wäre... So, und wenn wir jetzt bei 160 jetzt, wenn wir jetzt über 160 sind, wieder eine Zwangsbonus bekommen, dann kann ich daran nichts ändern, Leute. Dann ist das halt so. Aber dann ist da irgendwie was mit der Aufgabe nicht ganz so richtig. Wir sind jetzt halt schon deutlich so spät unterwegs hier.
Da. Seht ihr? Das ist das, was ich jetzt ein bisschen eigenartig finde. So, okay. Also ihr habt es gesehen. Ich kann gar nicht schneller fahren. Hä? Ich verstehe es nicht. Erklärt's mir. Was ist da los? Ich würde es doch nur verstehen. Ja gut, okay. Also dann ist ja, kriegst du ja von vornherein schon bei der Aufgabe gar keine 1000 Punkte voll, weil du ja nicht schneller fahren kannst als 160. Das ist ja bescheuert. Oder ich habe wieder irgendwas vergessen. Ich überlege gerade. Welcher PZB-Modus haben wir denn an? Aber das spielt auch keine Rolle, oder? Oder? Das sehe ich doch nur beim Stehen. Aber es ist. Er hat auf O geschaltet, oder? Ich bin mir jetzt gar nicht mal so 100% sicher. Also müsste ich jetzt erstmal anhalten. Weil du es ja halt während der Fahrt nicht machen kannst. PZB kann nur bei Stillstand, ja. Ich könnte mir fast vorstellen, dass wir hier in der falschen Klasse drin sind. Dass wir deswegen nur 160 fahren können. Jetzt aber auch nicht irgendwo erkenne, dass wir jetzt, in welchem Modus wir uns jetzt aktuell befinden. Da ist jetzt die Frage wieder, welchen Modus hätten wir haben müssen? Strategie Shift Num Enter. Strategie Shift Num Enter. Zugart kann nur allerdings gewechselt werden. Wir bekommen aber einen Pünktlichkeitsbonus schon wieder. Jetzt kommt schon Mannheim Hauptbahnhof. Also ich weiß nicht, also irgendwas haut hier nicht so ganz hin. Weiß ich nicht, Leute. Könnt ihr mir gerne erklären, aber ihr habt es jetzt selber gesehen. Ja, wenn ich schneller als 160 fahre, obwohl hier 200 erlaubt ist, kriege ich die Zwangsbremsung. Ob da ist dann halt mit der Aufgabe irgendwas nicht richtig. Aber wie ein, ja. Schnell waren wir auf jeden Fall nicht unterwegs. Das ist ein bisschen ernüchternd tatsächlich. Ein bisschen ernüchternd. So, Leute, 10 Kilometer noch, den haben wir es. Übrigens auch vielen, vielen Dank mal für all eure Kommentare. Ja, ich lese mir die nun wirklich alle durch. Ja, ich lasse mal ein Like da, mal gebe ich ein Herzchen. Oh. Und mal schreibe ich auch einfach mal so ein bisschen was in die Kommentare. Relativ viel jetzt in letzter Zeit schreiben, dass sie meine Videos toll finden, dass sie mich sehr sympathisch finden, dass ich unbedingt weitermachen soll, so wie ich bin halt. Leute, das ist wirklich balsam für die Seele, das kann ich euch sagen. Ja, das zaubert mir immer wirklich permanent ein Lächeln ins Gesicht. Also das ist Wahnsinn. Da muss ich mich echt mal bedanken bei euch. Ja, also das ist toll. Es ist toll, ja, wenn man halt dann so ein Feedback bekommt. Ich meine, das gab es bei MicroHazard TV nicht mehr zum Ende denn hin. Ne?
dass da so ein Feedback da von euch kam und dass auch viele schreiben, ja, ich bin einer der wenigen YouTuber, der noch geschaut wird und alles sowas, ne, von den einen oder anderen. Also wirklich da an der Stelle wirklich, wirklich herzlichsten Dank, ja, das ist absolut toll, wenn ich euch hier unterhalten kann mit meinen Videos. Wie gesagt, ich bin nicht der Professionellste und das will ich glaube auch gar nicht sein. Ja, dafür gibt es andere YouTuber, die das deutlich besser können. Ich kann euch nicht mit den neuesten Spielen gleich ködern, ja, dass ich jetzt hier schon Vorab-Versionen bekomme oder sonstiges. Vielleicht ab und zu mal, aber nicht immer. Aber das ist halt, das kann ich halt auch nicht machen. Ja. Also deswegen kann ich euch nur den Content geben, den ihr auch aktuell selber kaufen könnt, halt auf dem Markt. Und von daher finde ich es halt wirklich toll, dass ihr mich da so unterstützt halt bei meinen Projekten. Und ich habe jetzt wirklich viele, viele Jahre auf YouTube jetzt schon verbracht mittlerweile. Ich glaube, ich steuere jetzt auf mein 4. Jahr zu hier auf YouTube als Let's Player. Und ich kann sagen halt, dass mir die Zeit hier auf ÖPNV-Simulationen schon sehr viel Spaß macht. Das sind genau diese Simulatoren, die ich halt eigentlich auf Microsoft TV so gerne gespielt hätte. Ich es aber aus Zeitgründen einfach nicht geschafft habe durch die ganzen Multiplayer-Projekte, die wir hatten. Und ich glaube, im Allgemeinen habe ich alles richtig gemacht. Glaube ich. Was auf jeden Fall mir jetzt wirklich viel bedeutet hat, dass ich jetzt halt wirklich diese Spiele spielen kann, auf die ich wirklich, wirklich Bock habe. Und dadurch ich einfach ruhiger, gelassen jetzt an diese ganze Sache rangehen kann. Und meine absoluten Lieblingsprojekte jetzt hier aufnehmen kann. Ich kann jetzt einfach mal hier mich ransetzen und 40 Minuten Folgen aufnehmen. Das geht jetzt einfach. Das war damals auf Microsoft TV gar nicht möglich gewesen. Das hätte ich gar nicht geschafft. Aber jetzt klappt das und ich finde es einfach großartig. Und daher muss ich wirklich sagen, also vielen, vielen Dank dafür euer Feedback, was ihr mir da entgegenbringt. Das ist, das tut schon wirklich gut halt. Das tut wirklich gut. Das tut wirklich, wirklich gut. So, da kommt schon unser Bahnhof. Na, hier ist wieder ganz schön was los hier. Schön, dass diese ganzen Ankündigungen absolut überhaupt nicht vorkamen. Fand ich jetzt gerade ein bisschen großartig. So, und da kommt Mannheim Hauptbahnhof, ihr Lieben. Dann ist die Folge schon wieder zu Ende. Oh Gott, oh Gott. Naja, wir sind immer noch ein paar Minuspunkte mit. Muss sich ja lohnen. Aber ich fand halt, es war gerade überhaupt nichts angekündigt gewesen, ja, von diesem ganzen Kram hier. Naja, was soll's? So, können wir uns freikaufen. Da kommt nämlich das rote Signal. Was? Ich habe keine Ahnung. Türe auf.
Wir sind da. Mir ist es wurscht, was jetzt los ist. Geh mir nicht auf den Sack mit deiner Zwangsbremsung. Keine Ahnung. Türen vergessen, da ist ja. Achso. So, jetzt hat er ja einfach alles jetzt angekündigt. Das war jetzt natürlich ein bisschen unschön gelöst, jetzt das gebe ich zu. Aber wir stehen voll drin, also von daher soll es uns jetzt nicht stören, dass wir jetzt hier eine Zwangsbremse bekommen haben. 68%. Gut gemacht, Lokführer. Szenario abgeschlossen. Und ja, hier würde ich sagen, hier endet dann die Folge von heute hier mit dem Train Simulator. Kuriositäten hier im Train Simulator von Dovetail Games, würde ich sagen. Dennoch hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat die Folge auch gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, was zu tun ist. Like nach oben. Und sonst sehen wir uns zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal wieder. Ich verabschiede mich, sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und bis zum nächsten. Tschüss.